Der Kommissar und das Meer. In den ersten Folgen ist es so gewesen, dass der Kommissar Anders aufgrund einer Geschichte, die er in seiner frühen Jugend erlebt hat, die Angst vom Wasser hat. Das Absurde ist natürlich, dass der auf eine Insel zieht. Genauer gesagt nach Gotland. Die schwedische Insel östlich von Stockholm ist Schauplatz der Kriminalgeschichten. Hier trafen wir Hauptdarsteller Walter Sittler bei den Dreharbeiten. Die Angst vom Wasser wird langsam weniger. Die Beziehung zu seiner Frau, zu Line, ist auf einem Weg, wie eine gute Beziehung oder langjährige Ehe ist. Die ist also nicht stagniert, sondern ist lebendig. Und was die Arbeit angeht, ist alles in Ordnung? Gewinnt er immer eine größere Sicherheit, ohne zu glauben, dass er weiß, wie es geht. The very first time, als ich das allererste Mal bei den Dreharbeiten dabei war, wusste ich noch gar nicht, wer in dem Film mitspielen würde. Also standen wir da, meine Kinder und ich. Es war sehr aufregend. Und plötzlich sehe ich jemanden und bin schlagartig noch mal 10 Jahre alt. Mir fällt nur noch ein Wort ein. And I can only say one word, and that is Pippi. Jedem bekannt als Pippi Langstrumpf ist Inga Nilsson. Die Kommissar Anders als Pathologin Eva zur Seite steht. Ein so furchtbarer Mord, ausgerechnet an diesem heiligen Platz. Das war das Gurdis. Eine Schauspielerin sein zu können und Rollen zu spielen wie Pippi und wie jetzt die Pathologin Eva, ist sehr spannend. Da die Rollen so unterschiedlich sind. Der Gegensatz könnte kaum größer sein. Das ist das Schöne an meinem Beruf. Das Beste mit dem. Und auch in diesem Fall ist es wieder einmal Eva, die den entscheidenden Hinweis liefert. Im Schwarzen Engel geht es um eine Frau im Wesentlichen. Und sie hat wechselnde Beziehungen, unter anderem mit einem Architekten. Mach dir keine Sorgen, mein Engel. Und auch mit dessen Sohn. Willst du wieder zu mir ziehen? Ist es das? Hinter uns liegt die Kongresshalle von Visby, in der wir den ermordeten Architekten, der auch die Kongresshalle gebaut hat, gefunden haben. In dem Gebäude befinden sich seine Frau und, delikaterweise, auch seine Geliebte. Hier spielen sich dann sehr dramatische Szenen ab. Die in einem brutalen Mord gipfeln. Wo ist die Frau, die ihn gefunden hat? Draußen. Als Silvia Lund, die diese Frau spielt, erfuhr, dass ihr Liebhaber, dieser Architekt, tot ist. Und wie sie das gespielt hat und wie auch der Regisseur, der Markus Weiler, wie er das aufgelöst hat in diesem Kongresszentrum in Visby, das hat mir schon sehr gut gefallen. Frau Lindström, kann ich Sie kurz sprechen? Sie haben Viktor Allgard gefunden. Ich bringe allen Männern immer nur Unglück. Das war nicht einfach Replik hin und Ausbruch und alles. Allein schon von der Auflösung des Bildes, wie wir im Raum wo sind, wer wann was sagt, weil es ist eine schwierige Situation. Wie meinen Sie das? Eine Frau, die nicht wirklich bei sich ist, die verzweifelt ist, die auch weiß, dass sie Sachen falsch macht, aber nicht rauskommt. Wir können uns später unterhalten. Ich hole Ihnen erstmal einen Arzt. Die dann einen Teil ihres Lebens verliert. Der Täter nimmt ihr nach und nach alles, was sie liebt. Den Freund, das Haus und am Ende das Leben. Seid ihr denn alle komplett wahnsinnig geworden? Schick alle Einsatzkräfte. Bin sofort da. Genauer gesagt am Samstag, den 12. September um 20:15 Uhr im ZDF.